Seid gegrüßt, meine Freunde, zurück bei Star Trek Online. Wir haben das letzte Mal dem guten Neelix und seiner Truppe geholfen, da unten ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und Tuvok hat uns anschließend gebeten, zur Voyager zu fliegen. Das machen wir jetzt auch gleich. Wir begeben uns zur USS Voyager, die da unten ist. Mal ein bisschen langsamer machen. Hui! Wieso sind die so klein? Echt, ist die so klein? Boah, ich habe ja echt das Riesenschiff im Gegensatz dazu. Also, dann beamen wir uns auf die Voyager. Thank you for all you have done for the Talaxians. Live long and prosper. Our ships are ready to depart. Okay. Zum Sammlungsgebiet fliegen. Jawohl. Ach, da vorne sind auch schon die talaxianischen Schiffe. Are you ready to depart for New Talax? Jawohl, nach Neu-Telex warpen. Zack. Da sind sie ja schon. Der Ulmec, der gehört übrigens zu mir. Sir, die Sensoren zeigen einen sehr hohen Strahlungspegel. Nix ruft uns auf den Schirm. Können Sie die Tetra-Strahlungsspitzen erfassen? Okay. Das werden wir mal kurz überprüfen, was da los ist. Warum hier so hohe Strahlungswerte sind. Bevor die Herrschaften hier weiterfliegen, muss ja nicht sein, dass die da direkt reinbrettern. So, wenn wir mal scannen, was hier los ist. Theta radiation could mean only one thing. Okay. Gehen wir mal weiter. Oh, wer ist das? Die Melon. Hallo Leute, ich bin ein Freund von Neelix. Ich kenne ihn ganz gut. So. Unknown vessel. This site is claimed by the Melon. Go find your own dump site. So, die Talaxianer haben dieses System beansprucht. Sie müssen sich eine andere suchen. I was here first. Besides, there's a neutron star near here that makes this the perfect location for our needs. Das ist die letzte Chance. Gehen oder Fratzen geben. Okay, ich habe euch gewarnt, Freunde. Ich habe euch gewarnt. Ich sehe nämlich gleich Feierabend. Ich hab's gesagt. So, das habt ihr jetzt davon. Okay, jetzt kommt auch noch Verstärkung. Aber pff. Das interessiert mich nicht. So, da hinten sind die nächsten Kreuzer. Bis dahin ist auch schon wieder unser Flächenschaden fertig. So. Sie auch gleich Feierabend, wenn die Torpedos einschlagen. Ja gut, das sind Kreuzer, das sind ein bisschen stärkere Schiffe. Aber auch das ist kein Problem für uns. Wir haben alles, was man braucht. So. Was sagt er jetzt? Kommt da noch mehr Verstärkung? Naja. Sie werden es wohl nie lernen. So. Hat er mich einen Traktorstrahl? Na egal. Ich habe überall Kanonen links, rechts, oben, unten. So, jetzt können wir jetzt verhandeln, Leute. Bevor es hier noch mehr Tote gibt. Enough! You've ruined me! Wrecked my ship! Ja, dann such dir einen anderen Ort, um deinen Scheiß abzuladen, Junge. So. Elix. The Melon are gone, but the radiation is still around. Oh, what can we do?
So, die Strahlung säubern. Okay. Säubern wir die Strahlung. Wir haben ja gute Schilde. Alles kein Problem für uns. Strahlung. Egal. Was ist denn hier im Chat schon wieder? Was ist da schon wieder? Mimimi. Nee. Die sind wohl sehr nett diesmal zueinander. Was ist da los? Normalerweise ist hier immer fetter Streit am Start. Oh, hat er doch schon. Oh, oh, oh. Jetzt geht's los. Leute. Das. Ah, okay, alles klar. Ich dachte schon. Ich dachte schon. TR-116B Rifle, Sniper Rifle, Mark. Oh, fuck, was ist das denn? Skin. Huh. Wo die das Zeug immer nur herziehen, echt? Will auch sowas haben. Aua, wieso? Aua, was macht er denn? Boah, 168. 185 Kilo. Alter. Okay, das macht wirklich Aua. So. Thank you so much for all of your help. Alles klar, Nelix. Mach's gut. Viel Spaß auf eurem neuen Planeten. Ich mach die Biege. So. Dann müssen wir das Delta-Quadrant-Kommando rufen. Burgess. So, als Belohnung gibt es ein Tech-Upgrade. Sehr geil. Aber das war, glaube ich, nicht so der Knaller, ne? Schildstärke. Okay, Torpedo einfach schaden bei euch nicht. Ich werde mal die Schildstärke, vielleicht kann ich das irgendwann mal brauchen. So, Freunde an verschiedenen Orten. Eine neue Quest. Die Nachwirkungen von Voyager sind immer noch zu spüren. Es gibt ziemlich viel Fähigkeitspunkte. Eine Phaserstrahlenbank brauche ich nicht. Engines habe ich bessere. Okay, das Schutzschild wäre ganz nice wahrscheinlich. Das könnte ich bestimmt für einen meiner Brückenoffiziere brauchen. So, und jetzt steht hier wieder irgend so ein fetter Romulaner in mir drin. Ein bisschen weiter. Tja. Ja, toll. Okay. Was hatten wir denn hier? Tech Upgrade. So. Nehmen Sie dieses Upgrade-Kit, um einen Gegenstand zu einem hohen Grad. Plus 5000 Technologiepunkte. Anwendbar auf jeden Upgrade. Geil. Das hier ist übrigens die Upgrade-Geschichte hier. Man kann jetzt die Gegenstände, die man hat, immer eine Stufe upgraden. Da muss man halt eben solche Upgrade-Kits haben. Hier gibt es nochmal Boosts. Also der gibt noch plus 10 mit dazu. Das werde ich da mal machen. Schwierigkeit hierbei ist, es dauert immer ein paar Minuten bis ein paar Stunden, bis der Gegenstand fertig ist. Deswegen macht man sowas am besten immer, bevor man sich ausloggt, sodass es dann durchlaufen kann über die Zeit, bis man halt wieder reinkommt. Deswegen werden wir das ganz am Schluss machen, wenn ich die Aufnahmesession hier beendet habe. Wenn ich es nicht vergesse, aber ich versuche dran zu denken, ich verspreche es. So, und dann gucken wir mal, ob die USS Shren... Übrigens, wer ihn kennt, der weiß es, das ist ein andorianisches Kuman-Escort-Schiff. Und wer die Serie Star Trek Enterprise kennt, der weiß, was das hier ist. So, wir haben eine Schildregenerationsrate und die Erholungsrate der Crew haben wir hier. In der, das ist eine Wissenschaftskonsole, tatsächlich. So, die Erholungsrate der Crew... Dann gibt es die 10% Wahrscheinlichkeit, die Schilde, okay, bei Verwendung einer Schildreparaturfähigkeit nochmals zu erhöhen. Okay, und hier ist die Schildregenerationsrate und die gibt, glaube ich, die erhöht direkt die Schildstärke. Tja, das ist jetzt die Frage. Die Schildstärke generell erhöhen oder lieber die Regenerationsrate? Wir können es ja ausprobieren. Ich muss ja das hier nicht wegschmeißen. Ich kann es ja hier reinziehen.
Wir probieren es mal aus, ob das besser ist, als wenn die Schildregeneration drin ist. So, dann, wie lange haben wir denn noch? 10 Minuten. Dann versuchen wir doch mal, diese neue Quest hier zu machen. Das ist die hier. Okay, das sollen wir nur Systeme patrouillieren. Das ist sehr einfache Geschichte. Das sind meistens immer sehr kurzweilige Missionen, die man hier hat. Haben wir überhaupt noch Offiziersplätze frei? Einen. An den 19 offene Plätze. Ja, Leute, da müssen wir unbedingt Aufträge finden. Hier zum Beispiel mit Abbrüchen beim Dilithiumabbau. Da holen wir uns 5 Energiezellen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann können wir die Geschichte hier starten. So, dann haben wir 474 Spionagepunkte, die nehmen wir auch mit. 566 Spionagepunkte, auch die werden wir uns einverleiben. 539 Kolonial, oh, was ist denn hier los? Gibt's halt hier Punkte im 10er-Pack billiger oder was? Verhandeln Sie eine sichere Partei, die nehme ich, na klar, Leute, wäre ich ja dumm. Ja, geil. Gut, das ist nicht so. Dann nehme ich lieber die 1035 und hole mir 5 Vorräte. 1, 2, 3, 4, 5. So, planen und los geht's. So, auf dem Schiff haben wir auch noch was, aber da brauchen wir Batterettblätter und da haben wir keine. Deswegen gucken wir mal. Okay, da fehlt uns ein Dienstoffizier. Na gut, das machen wir später. Erstmal das laufen lassen und die Systeme patrouillieren. Agala, Charlotte, Borg-Schlachtfeld und den Okampa-Frachter. Was haben die Okampa so weit draußen zu suchen? So, sehen wir das hier? Welche das sind? Ja. Okay, dann fliegen wir mal hier hin. Können wir das überhaupt? Nein, wir können da nicht hin. Das ist wahrscheinlich der Okampa-Frachter, deswegen... Kurs auf die General Dyson-Sphäre. Dann kommen wir da auch so hin. Man, zum Glück habe ich einen guten Wendekreis. Ja, wenn ich jetzt hier mit so einem Odyssee-Schlachtkreuzer oder hier unten mit so einer... Scheiße, fällt mir der Name nicht mehr ein. Hinfliegen würden. Dann hätten wir einen Wendekreis wie... ein Kreuzfahrtschiff. So, da ist die Dyson-Sphäre und links daneben setzen wir doch gleich mal Kurs. Müsste dann wahrscheinlich der Okampa-Frachter sein. Ist das der hier unten? Bist du der Okampa-Frachter? Ja, es ist der Okampa-Frachter. So, mein Freund, dann gucken wir mal, was du benötigst von uns. Gar nichts. Ah doch, Okampa-Frachter unterstützen. Na, das passt wahrscheinlich zeitlich hier, aber können wir wahrscheinlich nicht alle machen, aber machen wir halt so 2-3 Stück. Wir werden von einem Kolonialschiff geschrennt. Entschuldigen Sie, dass Sie unsere Probleme... Bababa, beschaffen Sie die Ressourcen aus den ionischen Wolken für die Okampa. Okay, machen wir. Wir holen euch das Zeug, das ihr braucht. So, das eine ist hier irgendwo, da wahrscheinlich... Ja, Rohmaterialien. Extrahieren. Hä? Oh! Ah, scheiße, Hirogene. Die kann ich ja gar nicht ab. Ja, genau, wegen dem Dreck. Oh, weil die sich immer unsichtbar machen. Echt, das hasse ich so. Ah, dann schalten sie einfach die Waffen aus. Was ist das hier? Ja. So, jetzt muss ich mal. Jetzt gleich alle hier.
Jawohl. Das war's. Dann holen wir uns das nächste. Und würde mich ja nicht wirklich überraschen, wenn da dann wieder welche auftauchen. Leckt das jetzt gerade hier ein bisschen? Ich glaube, ich habe hier so ein bisschen Gummiband. Egal. Oh, ja, das ist das. Da kommt ein neues Add-on oder eine neue Erweiterung raus, und schon funktioniert wieder nichts mehr. Es ist einfach zu geil. Boah, wie fies sieht das denn aus, ey? Da kriegst du ja Kopfschmerzen. So, holen wir uns den nächsten und da wird jetzt wahrscheinlich gleich wieder einer auftauchen, der uns ans Liederchen will. Na, komm schon. Ja. Hä? Oh nein! Ah, die haben diese Debuff-Fertigkeit drauf, deswegen konnte ich jetzt mein Streu-Torpedo gar nicht anwenden. Ne? Ihr kleinen verdammten Pisser. Kaplatsch! Hat der Bubel gemacht. Okay, dann gehen wir wieder zurück zum Frachter. Leitpfad anzeigen, okay. Aha. Boah, dieses Gewackel da hinten, das geht mir irgendwie gerade so ein bisschen auf die Nüsse. So, da hinten ist der Okampa-Frachter. Und die scheinen wohl gerade angegriffen zu werden. Ich hab doch da irgendwas Oranges aufblitzen sehen da hinten. Bin ich jetzt dumm oder was? Ah, ich wusste es nicht. Oh, fickt euch jetzt echt. Da habe ich ein Paket bekommen. Ah, sind das hier so Dailies, wo man Flugmarken farmen kann? Das wäre ja geil. Ja, wenn wir gleich mal gucken, was das ist, wenn wir hier raus sind aus dem System. Ah, das sind wohl die neuen Dailies. Oh, aber ganz schnell raus hier, weil dieses Gewackel da hinten, echt, da kriege ich irgendwie Bauchschmerzen von. Und raus. So, dann kicken wir mal, was wir da gekriegt haben, wa? Zwei Sachen. Einmal Delta Allianz Markenpaket, okay. 5 Delta Marken. Was haben wir hier gekriegt? Tägliche Bonusmarken. 55 Delta Marken. Jo, die werden wir jetzt doch gleich mal investieren. Ruf, Delta Allianz. Aktives Projekt wählen. Gefechtsberichte übermitteln, da kriegen wir 200 Delta-Ruf und Ausrüstung. Was kriegt man hier? 2500 Delta-Ruf, Erz und Ausrüstung. Wie viel brauchen wir da, Marken? 30, die haben wir ja. Auf geht's. 30 Marken, sind wir dabei. Expertise wollen sie auch noch haben von uns, kriegen sie auch. Und 50, du, das schmerzt mich jetzt dann doch ein bisschen mehr. So viel habe ich nämlich davon nicht mehr. Ah, und der erste Rufprojekt läuft. Und wie viel brauchen wir hier? 20, die haben wir auch. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin begeistert. 7500, ouch. Warum? Was ist das? Upgrades? Okay. Doppelte Ruf-EP. Aha. Na gut, das ist eher was für später. So, die zwei laufen. Wir haben zwei neue Pakete bekommen und da scheint wohl was drin zu sein. Toron Polaron Impulswellenwaffe Mark 12.
Lame. Spaltstrahlgewehr Mark 12. Crap. Crap, crap, crap. Crap, 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 crap. Crap, 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 crap. Crap, crap, crap. So, das ist alles zum Verkaufen hier oben. So. Braucht kein Schwein. 201 Flottenmarken haben wir noch. Ja gut, wir haben jetzt gerade nichts am Laufen. Jo, dann machen wir die anderen drei in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.